So, das wäre geschafft. Danke, Heidi, danke, alles unter Kontrolle. Tja. Soweit zu unserem Beitrag. Was kocht der Hobbykoch seiner Familie zum Thanksgiving? Und nicht vergessen, wenn Sie einen Truthahn in Cognac mariniert haben, sollten Sie nicht ins offene Feuer halten. Sonst wird aus Ihrem Geflügel ganz schnell ein Feuervogel. Ich muss sagen, er hat recht. Okay, sehen wir uns jetzt einmal an, wofür wir Männer an den Feiertagen dankbar sein sollten. An erster Stelle stehen da natürlich ganz ohne jede Frage die Frauen. Unsere Mütter, unsere Kolleginnen, unsere weiblichen Verwandten, unsere Schwestern. Sie verdienen unsere volle Anerkennung. Wow, danke, Tim. Gern geschehen und jetzt mach eine Fliege, wir Männer sind dran. Okay, Al, du bist so etwas wie ein Mann. Wofür bist du dankbar? Naja, Tim, ich bin dankbar für ein kleines Ding, das ich immer bei mir trage. Halt, Al, das ist eine Familiensendung. Ich meine doch mein Schweizer Armeemesser. Ich käme mir nackt vor, wenn ich es nicht hätte. Ich meine all die kleinen technischen Spielereien, die das Leben eines Mannes erst so recht angenehm machen. Ja, kann man wohl sagen. Wie oft haben Sie sich schon entweder am Strand oder bei einer improvisierten Party gewünscht, jetzt einen herzhaften, gut gemixten Vitamintrunk zu haben? Kein Problem mehr mit dieser absolut genialen Erfindung. Nur einmal festziehen. Dieses Gerät ist absolut unentbehrlich und jetzt kommt noch was Tolles. Das ist richtig. Sie glauben vielleicht, dass ich hier einen gewöhnlichen Overall anhabe, aber Sie irren sich. Was ich anhabe, ist ein praktischer und äußerst modischer Sauganzug. Das ist richtig, aus der Binford Winter Kollektion. Sagen Sie selbst, sieht er nicht totschick aus, unser modischer Al? Und das Beste daran ist, Sie brauchen keinen Staubsauger mehr herumzuschleppen. Sie schließen den Schlauch direkt am Anzug an. Das ist richtig. Jetzt wird Al angeschlossen. Doch nicht, Tim. Gebläser und Motor sind eingebaut. Al einschalten und er saugt. Tim, ich glaube, irgendwas stimmt hier nicht. Schalt aus, Tim. Schalt aus, Tim. Ausschalten. Tim. Sie und Willow wollten über Thanksgiving nach Ann Arbor fahren. Ja, fahren wir auch, sobald ich dieses Feng Shui-Gerät zum Schutz meines Hauses fertig habe. Wie funktioniert es? Sehen Sie, die horizontale Flöte ist der Wächter unserer Wünsche und Hoffnungen. Und die beiden anderen Flöten bringen Frieden ins Haus und in die Welt. Und wozu sind die roten Quasten? Die verscheuchen die Eichhörnchen. Was haben die Taylors für Pläne an den Feiertagen? Tja, meine Mom fährt zu meiner Schwester nach Texas und Tims Mom besucht seinen Bruder Jeff. Also sind wir fünf unter uns. Ich möchte ganz früh aufstehen und ein paar Kochrezepte ausprobieren. Warum denn das? Meine Familie findet mein Essen furchtbar und so habe ich vielleicht endlich mal Spaß beim Kochen. Oh, hi. Wie geht's denn so, Jill? Hi, Willow. Der Truthahn sieht ja lecker aus. Eigentlich besteht er aus 100% Sojabohnen. Wir rufen ihn Sojahahn. Also, ich freue mich schon riesig auf Thanksgiving. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass alle Wilsons vereint sind. Onkel Wilbur. Tante Wilhelmina. Vetter Wilford. Onkel Willard. Oma Wilma. Und Bob. Bob? Er ist der schwarze Schaf. Ah ja, in jeder Familie gibt es jemanden, der Ärger macht. Nein, Bob ist wirklich ein schwarzes Schaf. Nur beim Scheren bockt er manchmal. Hallo, Bradley. Ich habe tolle Neuigkeiten. Nachdem du Al aufgepumpt hast, ist er dicker als seine Mom. Nein, das ist absolut unmöglich.
Hör zu, Clay Ford, der Präsident der Lions, ist ein großer Fan von Tooltime. Er hat uns freundlicherweise seine Luxusbox für das Thanksgiving-Spiel angeboten. Wir haben eine eigene Box, das ist ja so cool. Ja, leider gibt's da nur einen kleinen Haken. Da kommt ihr. Hi. Hi, was hältst du von einem Sojatruthahn dieses Jahr? Ach, mir ist alles recht. Ah. Weißt du, ich finde, es spielt keine Rolle, was man isst oder wo man isst. Thanksgiving ist toll. Hauptsache, man isst zusammen. Sind wir Thanksgiving etwa wieder auf einer Autoausstellung? Nein, 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 ist doch Quatsch. Hör zu, wir haben eine eigene Luxusbox im Silverdome. Man serviert uns ein fantastisches Essen in einer Privatluxusloge. Willst du damit sagen, wir verbringen den ganzen Tag in einem Footballstadion und wir bekommen das Festessen von fremden Leuten serviert? Ja. Oh, prima, dann brauche ich nicht zu kochen. Hey! Mann, was für ein Blick. Oh, das ist wirklich fantastisch. Aber nur, wenn man auf so ätzendem Punkt steht. Ich schon. Nicht zu fassen, sogar in der Toilette ist ein Fernseher. Damit du nicht eine spannende Minute verpasst. In deinem Fall 45 Minuten. Hallo Familie Taylor, willkommen in Box 12. Ich bin Ted, zuständig für Ihr Wohlergehen im Silverdome und habe Kappen mitgebracht. Oh, danke. Vielen Dank. Ich bin Jill Taylor. Und das sind Randy, Mark und Brad und mein Mann Tim Taylor. Hey, der Heimwerkerkönig. Hu, hu. Freut mich, Sie kennenzulernen. Irgendwie kommen Sie mir bekannt vor. Haben wir ihn schon mal gesehen? Nein, aber vielleicht kennen Sie einen meiner Brüder, Ned oder Fred? Augenblick mal. Einer arbeitet auf dem Flughafen von Alpina. Und der andere hat eine Tankstelle irgendwo in der Pampa. Ja, ja. Die beiden kenne ich. Ich hoffe, dass Sie keinen Ärger mit denen hatten. Die beiden waren schon immer richtige Giftpilze. Einmal haben die mich gefesselt und mir Erdnüsse in die Nase gesteckt. Kinder können so grausam sein. Nein, das war letzte Weihnachten. Übrigens, Tim, ich habe die Erlaubnis, Sie durch das Nervenzentrum des Silverdome zu führen. Dort können Sie die modernste Elektronik und Versorgungstechnik begutachten. Kann mich mal jemand kneifen? Dort unten können Sie das Spiel auf den Monitoren verfolgen und in der Halbzeit bringe ich Sie zurück zum Dinner mit Ihrer Familie. Vielen Dank, Ted. Ich komme gleich wieder, um Sie abzuholen. Alles klar. Vielen Dank. Seht euch nur diese Menge Futter an. Wie viele bedürftige Familien könnten sich an Thanksgiving daran satt essen? Oh, Krabbenpasteten. Entschuldigt die Verspätung, aber ich bin mit Harry Belafonte im VIP-Aufzug gewesen. Mann, was für eine Quasselstrippe. Entschuldigen Sie bitte, Sie sind... Irv Schmayman, ein bekannter Fernsehproduzent. Und Sie sind? Tim Taylor, ein bekannter Fernsehstar. Taylor? Ja. Noch nie von Ihnen gehört. Tja, Mr. Schmayman, vielleicht sind Sie in der falschen Box. Box 12. Die vom Empfang haben mich hier hochgeschickt. Tim, die Loge war doch nur für deine Familie reserviert. Ja. Wir sind doch alle eine große Unterhaltungsfamilie. Wir sind doch alle im selben Geschäft, das ich gerne Show nenne. Also, Irv, das ist meine Frau Jill und das sind meine Jungs Randy, Brad und Mark. Irv Schmayman, Hollywood-Legende. Hier ist meine Karte. Gib sie weiter, Junge. Soweit zu unserem Familien-Thanksgiving. Schatz, es ist doch nur ein Schmayman. Mädels, euer Auftritt. Das sind meine beiden Assistentinnen Jenny und Cindy. Sie feiern Thanksgiving mit uns. Jetzt weiß ich, warum es Thanksgiving heißt. Toll, die Lions haben gewonnen. Das Spiel fängt doch erst an. Sie haben die Seitenwahl gewonnen. Ach so. Wissen Sie, an Feiertagen, da muss ich immer an meine Helen-Ready-Show denken. Ready oder nicht, es ist Weihnachten. Sie war immer ein Bombenerfolg. Wollt ihr das Spiel sehen oder quatschen? Hey, mach mal halblang, Timski. Ich habe Freunde beim Sender, die besorgen Ihnen eine Kassette. Entschuldigung, Mr. Taylor, sind Sie bereit für die Führung ins Allerheiligste vom Silverdome? Ich bin bereit. Tim, kann ich dich einen Augenblick sprechen? Er kommt sofort. Okay. Du kannst uns nicht allein lassen mit diesen Schmähmann. Jill. Thanksgiving ist ein Fest des Mitgefühls. Man geht auf andere zu und man ist für seine Mitmenschen da.
Und ich muss los. Also das da sind die Transformatoren und die Trennschalter. Ja, ich bin wirklich unheimlich gern hier. Ja, wer nicht? Ich finde es so gemütlich hier. Warten Sie erst einmal, bis Sie unseren Kontrollraum sehen. Von dort steuern wir die gesamte Beleuchtung des Silver Dome und unsere 2000 Toiletten. Augenblick mal. 2000 Toiletten? Gibt's da einen Knopf, der bei allen zugleich die Spülung betätigt? Nein, aber das schlage ich bei der nächsten Vorstandssitzung vor. Sie haben tolle Ideen, das finde ich gut. Und dann habe ich dem Unterhaltungschef gesagt, hey, das ist eine tolle Idee, aber die Show braucht noch einen Gag. Wenn es wirklich lustig sein soll, muss die Nonne fliegen. Wenn euer Vater nicht bald wiederkommt, bringe ich ihn um. Bad oder Schmähme? Eigentlich ist mir jeder recht. Es ist mir in die Wiege gelegt worden. Ich habe einfach dieses sensationelle Gespür für Komik. Hosen sind komisch. Schweinefleisch ist komisch, Fische sind komisch. Also gleich muss ich kotzen. Kotzen ist wahnsinnig komisch. Ted, ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wenn ich den Heimwerkerkönig zum Lächeln gebracht habe, ist mein Traum wahr geworden. Meinen Sie das wirklich? Nein, ich bin nur ein guter Gastgeber. Und jetzt, bevor Sie zu Ihrer Familie zurückgehen, habe ich doch eine Überraschung für Sie. Das verkrafte ich nicht. Lassen Sie mich raten. Eine Zugangsberechtigung mit persönlicher Widmung. Hey, ich bin nur Angestellter, aber nicht der liebe Gott. Lächeln, Heimwerkerkönig. Sie sind auf dem Stadionbildschirm. Nein, auf dem Riesenmonitor? Ja. Das ist ja... Hoppla, was für ein Truthühnchen. Ich habe mal CBS eine Story über den sprechenden Truthahn angeboten. Die sagt, mich soll interessieren. Hallo, sind wir auf Sendung? Der ist doch ein Albtraum. Aha. Hey, seht mal, Dad ist auf dem Bildschirm. Heute haben wir einen Ehrengast bei uns. Tim Taylor. Nicht zu fassen. Der Kontrast ist ziemlich mies. Ich werde das mal schnell korrigieren. Nein, 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 Tim, bitte ja nichts anfassen. Keine Panik, ich bin Fachmann, Ted. Ich kenne mich damit aus. Das ist eine spezielle Programmierung für den Silber. Oh mein Gott. Dad hat gerade 80.000 Leuten Thanksgiving versaut. Jetzt brauche ich dringend eine Keule. Das ist meine Keule, Irv. Ladies und Gentlemen, bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen. Die Lichter gehen wieder an, sobald jemand herausgefunden hat, wie das zu reparieren ist. Was meinen Sie, wie lange dauert die Reparatur? Ich kann nur für Sie hoffen, dass es schnell geht. Denn alle hier im Stadion haben gesehen, dass Sie es waren. Ein paar Leute waren vielleicht auf der Toilette. Ja, und die freuen sich sicher ganz besonders. Lassen Sie doch mal den Heimwerkerkönig ran. Unter Druck arbeite ich am besten. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Nehmen Sie Platz und fassen sich an nichts an. Und ich muss sagen, Ihre Idee mit den Toilettenspülungen alle auf einmal, die stinkt. Jetzt verstehe ich, warum Ihre Brüder Ihnen Erdnüsse in die Nase gesteckt haben. Das erinnert mich an Januar 1994. Bei dem Erdbeben damals fiel der Strom aus, während Tina Turner bei mir im Gästehaus wohnte. Und? Wie ging's weiter? Sie gingen nach nebenan und nahmen sich die Taschenlampe von David Bowie. Wissen Sie, Chelsea, wir Schmähmans sind ziemlich sensible Menschen. Empfange ich da etwa eine Spur von Sarkasmus mit meinem Schmähradar? Hey, Schmähman! Hey! Ich muss schon sagen... Hey, Rodney! Also ehrlich, ich hab dich kaum gefunden. Als sie mich gesehen haben, haben sie alle Lichter ausgedreht. Rodney war in meiner letzten Weihnachtsshow. Niemand nimmt mich ernst auf dem Eis. Oh, das war vielleicht kalt. Das war kälter als der Händedruck meiner Frau auf unserer Hochzeitsreise.
Hallo. Wie geht's denn, Baby? Alles ich klar? Ich bin Jill Taylor. Kinder, nicht zu fassen. Rodney Dangerfield. Ja. Was machen Sie in Detroit? Ich bin auf der Suche nach zündenden Kontakten. Ich war der erste Marshall der großen Amerika-Parade. Ja, stellen Sie sich vor, ich und erster Marshall. Ich meine, was sagt das über die Größe Amerikas? Was? Wer ist Rodney Dangerfield? Hey, er ist ein berühmter Komiker. Er ist zum Totlachen. Hallo, warum ganz in Schwarz? Die Teufelsanbeter sind in Box 666. Sie sind klasse. Danke, Kleiner. Wisst ihr, als Kind war ich auch ziemlich klein. Ich musste mir die Nase durch meinen Hosenschlitz schneuzen. Sind Sie zu Hause auch so komisch? Nicht mehr, seit meine Schwiegermutter eingezogen ist. Sie ist ein übler Drachen. Meinem Mann wird es leid tun, dass er Sie nicht erleben konnte. Hätten Sie nicht vielleicht Lust, zu bleiben und mit uns zu essen? Oh, das ist reizend. Ich bleibe gern. Wissen Sie, als Kind hatte ich es ziemlich schwer. Wir waren nämlich arm. Wie arm waren Sie? Wie arm? Thanksgiving hat mir mein Alter ein Bild von einem Truthahn gezeigt. Und ich habe den ganzen Tag versucht, die Soße abzulecken. Ach, schlechte Neuigkeiten. Wenn in einer Viertelstunde der Schaden nicht behoben ist, wird das Spiel abgebrochen. Augenblick. Ich habe mal Zeit gespart, indem ich den Sicherheitsschalter überbrückt habe. Kann dabei nicht der Transformator explodieren? Wenn ich mich recht erinnere, ja. Am besten gehen Sie zu Ihrer Familie zurück. Ich gehe doch nicht im Stockdunkeln quer durchs Stadion. Da draußen sind vielleicht ein paar nicht gut auf mich zu sprechen. Darauf können Sie Gift nehmen. Oh, Mann, diese vielen Leute. Ich glaube, das wird eine super tolle Party. Wenn gar nichts mehr geht, dann übernehme ich das Kommando. Mr. Dangerfield, nehmen Sie es mir nicht übel, aber Sie scheinen ein Problem mit Ihrem Selbstvertrauen zu haben. Oh, das können Sie laut sagen. Als ich auf die Welt kam, hat der Arzt meiner Mutter eine gewischt. Hey, Rodney, erinnerst du dich noch an unsere Supershow? Während deiner Nummer fuhr Aretha Franklin Schlittschuhe auf dem Eis. Ja, und sie hat diesen tollen Song gebracht, über Respekt. Oh ja, ja, ich habe euch den Song beigebracht, wisst ihr noch? R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. Oh, das reicht aber jetzt, okay? Das erinnert mich an meine Kindheit, mein Zuhause im Glasscherbenviertel. In der Schule haben sie mal einen Jungen gefragt, wie löst man einen Bruch auf? Und der sagte, man teilt die Beute. Wie konnte das nur passieren? Ich wollte mit meiner Familie schön Thanksgiving feiern, dann passiert so ein Mist. Entschuldigung. Hey, machen Sie das nochmal. Entschuldigung. Nein, nein, hauen Sie auf die Konsole. Worauf waren die bloß sauer? Bis dann, ciao! Cookie, Cookie! Hey, das Licht ist wieder an. Ja, die Spieler gehen wieder aufs Feld. Hey, hören Sie, ich muss in 10 Minuten zur Massage in mein Hotel. Jetzt muss ich mal ganz ehrlich was sagen. Das war mein wunderbarster und schönster Festtag, den ich je erlebt habe. Viel schöner noch als das Passafest mit Tony Curtis. Ich danke Ihnen. Danke und auf Wiedersehen. Gott möge Sie schützen, wirklich. Bleiben Sie gesund, okay? Ja, okay. Kommt! Kaum zu glauben, was heute alles so passiert ist. Oh ja, es war absolut unglaublich. Jenny hat gesagt, ich soll sie anrufen, wenn ich 21 bin. Ja, und Irv hat mir versprochen, sich mein nächstes Drehbuch anzusehen. Und ab hier und heute ändere ich meine Meinung über verschwenderische Völlerei. Ich glaube, ich nehme auch ein Sahnetrüffel. Hey, tut mir leid, dass ich euch den Feiertag versaut habe. Nein, das hast du nicht. Es war toll. Es war das beste Thanksgiving aller Zeiten. Wir alle haben uns totgelacht über Rodney Dangerfield. Es war die Härte, da wo ich aufgewachsen bin. Meine Kindheit war die Härte. Wenn die Kinder Himmel und Hölle gespielt haben, dann mit echtem Feuer. Ihr braucht jetzt überhaupt nicht versuchen, mich aufzumuntern, okay? Hey Jill, ich habe ganz vergessen, Ihnen meine Telefonnummer in L.A. zu geben. Und wenn Sie mal nach L.A. kommen, bringen Sie Ihre Familie mit. Wir machen ein Barbecue, okay? Danke, Rodney. Und dann werden Sie auch meinen Arzt Dr. Winnie Bumbatsch kennenlernen.
Ich war erst letzte Woche bei ihm und habe gefragt, ob mein Herz noch stark genug für Sex ist. Er sagte nicht, wenn ich mitmache. Ich werd verrückt. Rodney Dangerfield, ich bin Tim Taylor. Ich bin Ihr Mann. Freut mich, Sie kennenzulernen. Sie sind der Trottel, der das Licht ausgemacht hat, was? Wenn Sie mich besuchen, bringen Sie nur Ihre Kinder mit, ist das klar? Und was Sie angeht, vielleicht treffe ich Sie mal. Mit meiner Schrotflinte. Herzlich willkommen bei Tooltime. Das Thema heute, wir restaurieren alte Bilderrahmen. Das macht Spaß, denn unter einer hässlichen Oberfläche findet man oft eine wahre Schönheit. Das gilt nicht für... Na gut, lassen wir das. Okay, tja, und heute hilft uns dabei ein ganz besonderer Gast. Der erste Marshall der großen Amerika-Parade. Mich mag er nicht besonders, aber Tooltime dafür umso mehr. Deshalb begrüßen wir bei uns mit besonderem Applaus Rodney Dangerfield. Was für ein Applaus. Vielen Dank. Hier, Schätzchen. Kaufen Sie sich bitte noch den Rest von dem Kleid. Rodney, bitte. Ich möchte nicht wissen, wie viele Ehekrisen die schon ausgelöst hat. Wir freuen uns, Sie in der Sendung zu haben, Mr. Dangerfield. Ist mir ein Vergnügen. Also woran arbeiten wir heute, wenn ich fragen darf? Wir restaurieren diesen Rahmen für ein heruntergekommenes Bild. Ach, heruntergekommen. Sie sind in einer heruntergekommenen Gegend groß geworden. Wie heruntergekommen war sie? Ich bin nicht hier, um Witze zu machen. Ich bin hier, um Al bei der Arbeit zu helfen. Da wir gerade von Arbeit reden, ich habe gehört, Sie waren arbeitslos und arm. Wie arm waren Sie? Das geht Sie in feuchten Dreck an. Also, was für Holz nehmen wir für diesen Rahmen? Wir sollten altes Ahornholz für den Moment, Rahmen Thema alt. Ich habe gehört, dass Ihre alte Schwiegermutter Sie ärgert. Wie sehr ärgert sie Sie, Rodney? Nicht so sehr wie Sie. Wie kommen Sie mit diesem Kerl nur aus? Es ist hart und er respektiert mich überhaupt nicht. Wem sagen Sie das eigentlich? Mich respektiert überhaupt keiner. Und Sex habe ich fast gar nicht. Meine Frau lässt mich nur noch einmal im Monat ran. Dabei habe ich noch Glück. Ich kenne zwei Typen, die lässt sie gar nicht mehr ran.